Hey Leute, heute soll es mal darum gehen, in welchen Fällen man welches Programm benutzt. Adobe Illustrator, InDesign oder Photoshop in der Erstellung von Printmedien. Und das Ganze ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das Video richtet sich zwar an Anfänger, aber da steht ja jeder irgendwann mal, wenn er sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und da möchte ich mal so ein bisschen so eine Art Einführung geben, wann man was verwendet. Ja, man kann, wenn man ein fertiges Endprodukt vor Augen hat, wie zum Beispiel einen Flyer, kann man das mit jedem der drei Programme gestalten und setzen, layouten, es geht. Also man kann einen Flyer oder eine Visitenkarte mit Photoshop, mit Illustrator und mit InDesign machen. Empfehlen würde ich es aber mit InDesign, weil InDesign ist quasi das Produkt, das Programm, die Layout-Software, mit der die ganzen Komponenten, sprich die Texte, die Bilder und die, ja auch die Vektorelemente, Grafiken, was man auch immer hat, quasi zusammengesetzt werden. Die anderen Programme haben ihre Bereiche in ihrem eigenen Feld. Zum Beispiel Photoshop für Bilder, Illustrator für Vektorgrafiken, zum Beispiel bei der Logoerstellung. Und in InDesign kommt dann alles zusammen. Da wird man dann quasi hier ein Bild nehmen, was man vielleicht in Photoshop bearbeitet hat, retuschiert hat. Da kommen die Texte rein. InDesign kann auch besser umgehen mit Texten. Es hat ein Grundlinienraster. Man kann die Textboxen einfacher machen. Auch wenn man Bilder platziert, dann kann man in diesen Boxen die Bilder quasi noch verschieben und muss nicht das Bild irgendwie beschneiden oder wie in Illustrator mit Schnittmasken arbeiten, weil das Programm ist einfach dafür gemacht, Sachen zu setzen, zu layouten. Dafür ist es gemacht. Und man kann dann halt auch mit Photoshop zum Beispiel oder mit Illustrator sowas machen, aber man merkt dann schnell bei bestimmten Sachen, zum Beispiel wenn man versucht, Text zu setzen in Illustrator, dann das ist einfach nicht, das ist nicht das Grund, die Grundfunktion dieses Programms, irgendwas zu setzen und zu layouten, weil das Layout-Programm ist halt InDesign. Und wenn man dann mal sowas damit versucht, dann wird man merken, ja, es geht, man kommt irgendwie zum Ziel, aber hier und da merkt man dann, es ist nicht so der richtige Weg. Und das ist auch der Grund, warum es ein extra Programm dafür gibt. Also nochmal zusammengefasst. Photoshop, Bildbearbeitung, Retusche, Illustrator, Logoerstellung, wenn ihr mit Vektoren arbeitet, wenn ihr irgendwas für Plotter aufbereiten müsst oder wenn ihr, ja, also alles, wo es eigentlich mehr um Pfade geht, also vektorbasierte Elemente und Grafiken, dann Illustrator. Und ja, man kann auch in anderen Programmen mit Pfaden arbeiten, man kann in Photoshop mit Pfaden arbeiten, man kann die auch exportieren für Illustrator und so weiter. Das geht, aber wie gesagt, jedes Programm ist in einem bestimmten Bereich zu Hause und da sollte man sich dann auch dran halten. Und die Programme arbeiten auch ganz hervorragend zusammen. Beispiel, ihr erstellt einen Flyer, dann setzt ihr in Layout erstmal, in InDesign erstmal das Ganze auf, indem ihr das Dokument einrichtet, den Beschnitt eingebt und so weiter. Und fangt schon mal an, eure Elemente zu setzen, zum Beispiel mit Platzhalterboxen. Dann habt ihr das Bild fertig bearbeitet für zum Beispiel Magazincover und setzt das dann in InDesign ein. Und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Dual-Monitor-Setup habt, als Beispiel, könnt ihr auf der linken Seite InDesign haben, auf der rechten Seite Photoshop. Ihr könnt dann in Photoshop Anpassungen machen an dem Bild, speichert das, geht in InDesign bzw. schaut es euch auf dem anderen Monitor an, aktualisiert das verknüpft eingebettete Dokument einmal, habt dann sofort die Änderungen dort drin und so könnt ihr dann halt immer parallel arbeiten, weil, wie ich eingangs sagte, ihr könnt zwar mit allen drei Produkten, also InDesign, Illustrator, Photoshop, sowas erstellen wie einen Flyer oder eine Visitenkarte oder Broschüre und so weiter, aber es wird halt schwieriger an gewissen Punkten. Beispiel, ihr könnt mit Photoshop ja gerne mal versuchen, eine mehrseitige, zum Beispiel 28-seitige Broschüre zu erstellen. Wenn es darum geht, mit mehr Seiten zu arbeiten, Druckbogenverwaltung, Druckbogen drehen, Beschnitt innen, außen, also Buntsteg, Außensteg, also ein Kram, dann merkt man wieder, okay, InDesign ist angesagt. Und umgedreht, eine Sache geht aber nicht. Ja, ihr könnt diese Sachen wie einen Flyer und eine Broschüre sowas mit den anderen Programmen bedingt erstellen. Was ihr aber nicht könnt natürlich, ihr könnt nicht mit InDesign irgendwie ein Bild bearbeiten oder retuschieren. Also das geht nicht. Ne? Da merkt man halt, dass es wirklich kein Grafikprogramm ist, sondern ein Layoutprogramm. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen so ein bisschen so einen Grundeinstieg gegeben. Und noch ein Tipp, den ich euch geben kann. Manche sind ja dann so ein bisschen trotzig oder meinen, oh, ich mache das jetzt trotzdem damit. Tut euch den Gefallen, kommt nicht auf die Idee, eignet es euch gleich richtig an und versucht irgendwie eine Broschüre oder auch einen Flyer, auch wenn es nur ein einseitiges Dokument ist, das mit Illustrator zum Beispiel zu machen.
Alleine schon, wenn es darum geht, Text irgendwie gleichmäßig zu setzen, Grundlinienraster, solche Dinge. Macht es mit InDesign, lernt gleich den richtigen Weg. Ihr könnt auch noch tolle andere Programmfunktionen mit benutzen. Jetzt fangt ihr zum Beispiel an, irgendwelche Visitenkarten in Illustrator zu setzen. Und dann müsst ihr auf einmal eine Datei erstellen mit 50 Mitarbeiternamen und unterschiedlichen Telefonnummern. Und dann merkt ihr auf einmal in Illustrator, oh, das funktioniert nicht so richtig gut hier drin. Und in InDesign gibt es dafür eine Funktion, in der ihr dann so ein Seriendokument erstellen könnt. Und da sieht man mal wieder, dass dieses Programm halt genau dafür gemacht ist. Also tut euch den Gefallen, wählt das richtige Programm für den richtigen Zweck. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ansonsten viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne Fragen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.